ungewohnter Lärm in den heiligen Hallen des Frankfurter Airports. Narren unter den Ausbaugegnerinnen statten dem größten Lärmverursacher der Region einen besonderen Besuch ab. Wer macht denn wohl so einen Lärm, scheinen sich die Flugreisenden und das Personal zu fragen. Die Antwort der Ausbaugegnerinnen und Gegner ist deutlich: der Flughafen. Und darum haben sich die Protestierenden gedacht, dass der Lärm, der sie Tag und Nacht nervt, wieder dorthin zurückgebracht werden soll, wo er herkommt. Sie haben eine Büttenrede mitgebracht. In dieser hauen sie den hessischen Politikern und Politikerinnen, der Fraport und allen Befürwortern des Flughafenausbaus deren Argumente um die Ohren. Landtag dumm rumlaufen.
Neues an den Schluss. Der Ausbau wäre der Todesschuss für Mensch, Natur und für das Tier und alles wegen Wachstumsgier. Nur uns kann man mit gar nichts kaufen und ohne uns wird hier gar nichts laufen. Hier braucht die Menschen nicht Beton, denn nur mit uns lebt die Region. Und mir wird's auch noch dann noch mucken und wird sich niemals unterducken, solang bis all die Köpfe rollen, die das Gebiet zerstören wollen. Noch ist der Zug nicht abgefahren, noch kann man unsere Zukunft wahren. Sag endlich Nein zu diesem Wahn und stopp die neue Landebahn. Den haben wir heute mitgebracht. Wir machen euch jetzt den Rabau, den ihr uns macht. Jawohl, genau. Gott schützt die Menschen weit und breit vor Bratwurst und vor Anderleid, vor hirnlosem Begehren und sinnlosem Zerstören, vor abgeholzten Wäldern und Pisten auf den Feldern, vor schlechten Volksvertretern und bösen Geldanbietern, vor Krankheit und auch vor Radau in Ewigkeit, das war sehr. Von der Nacht, gekürzt wird nix, die Nacht ist Nacht. Ob Börner, Eichel oder Koch, es wird gelogen, noch und noch. Es sind Politiker, Lumpenpack, steckt sie alle in einen Sack.